Diego hätte allen Grund, rundum zufrieden zu sein. Der Brasilianer ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Jetzt habe ich zwei Wolfsburger Jungs, ließ der Spielmacher des VfL die Welt über die sozialen Netzwerke wissen. Wie lange er selbst noch ein Wolfsburger ist, bleibt jedoch offen. Die Zukunft des 28-Jährigen ist weiterhin nicht geklärt. Sein Vertrag läuft im Sommer 2014 aus und auf Nachfragen diesbezüglich reagiert Manager Klaus Allofs zunehmend gereizt. Sie haben gute Fragen heute. Ja, dazu ist aber auch eigentlich alles schon gesagt, dass das im Moment noch kein Thema ist, dass wir diese Entscheidung, die eine sehr wichtige Entscheidung ist, natürlich auch für den Spieler, aber ich glaube auch für die Zukunft des VfL, dass wir da noch etwas abwarten wollen, auch die, vor allen Dingen die Entwicklung unserer Mannschaft abwarten wollen. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Mal sehen, heißt das wohl, was Allofs in dieser Personalfrage zu sagen hat. Den Spekulationen um einen Abgang Diegos hatte ausgerechnet Dieter Hecking neue Nahrung gegeben. Passt der Spieler noch zum Stil, den wir wollen? Sind wir zu abhängig von Diego, hatte der VfL-Trainer gesagt. Für Allofs sind diese Aussagen seines Coaches nachvollziehbar. Sie spiegeln aber die angespannte Lage wider. Dass er, ich sage jetzt mal, das Glas hier im Moment halb leer ist und nicht halb voll, das ist einfach so und das müssen wir uns aber jetzt wieder, diese Stimmung müssen wir wieder zurückbringen. Allofs will genau abwägen, ob sich eine Verlängerung mit Diego wirklich lohnt, sowohl sportlich als auch finanziell. Denn der erwartete Spiritus Rectus ist er selten. Zudem zählt er mit einem Jahresgehalt von rund 8 Millionen Euro zu den Topverdienern der Liga. Dass die Ungewissheit für Diego nicht angenehm ist, weiß Allofs natürlich. Umso mehr stören ihn die Gerüchte, dass mit Kevin De Bruyne der Ersatzmann für Diego längst im Visier des VfL ist und womöglich schon im Winter nach Wolfsburg wechselt. Gar nicht konkret. Also wenn ich richtig informiert bin, ist er weiterhin bei Chelsea unter Vertrag. Und es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass das auch irgendwann beendet wird. Allofs und Hecking haben sich die Umgestaltung des VfL zum Ziel gesetzt. Sie wollen bescheidener und vernünftiger agieren. Ob Diego da noch passend ist, in dieser Frage müssen sie nun entscheiden.